Hi Leute, DK hier mit einem ersten allgemeinen Guide zu XCOM 2. Jetzt erstmal noch ohne den Add-on War of the Chosen, weil das ist ja erst vor kurzem erschienen und das spiele ich selber noch. Das könnt ihr hier als Let's Play auf diesem Channel verfolgen. Stattdessen geht es erstmal darum, den Anfängern, die zum ersten Mal XCOM 2 spielen oder denen, die das Hauptspiel vielleicht noch gar nicht durchgespielt haben, ein paar nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, die das Ganze vereinfachen. Dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn ich kann ja keine allgemeingültige, richtige Taktik nennen, die für jeden funktioniert. Also ich kann euch nur meine wiedergeben und die basiert auf meinen eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Dazu gehört zum Beispiel erstmal, dass ich festgestellt habe, im Gegensatz zu Enemy Within, was ich auf der PS3 schon geliebt habe, steigen unsere Soldaten hier wesentlich langsamer im Rang auf. Alles am Anfang, so die ersten drei bis Sergeant, gehen noch schnell. Ab dann, bis Lieutenant zum Beispiel, geht es sehr viel langsamer. Und bis zum Major dauert es dann gefühlt ewig. Ihr müsst mit den Soldaten eine Menge Schlachten bestehen, die müssen eine Menge Kills generieren, um aufzusteigen. Denn nur durch die Beförderung bekommen sie wiederum Skills. Und ihr braucht diese wertvollen Soldatenfähigkeiten definitiv dann im Endgame, wenn ihr die Alien-Basis stürmt. Und nicht nur da, sondern auch zwischendrin schon, während ihr euch mit der Avenger so durch die Monate hindurch bewegt und das Spiel euch abverlangt, in jeder gefühlt zweiten Mission toughere und in der Zahl einfach größere Aliens zu bekämpfen. Und hier kommen wir nämlich zu einem Ding, was für mich dieses Spiel so schwer macht, die Verletzungszeiten der Soldaten. Die sind ein bisschen krasser als im Vorgänger, obwohl sie mittlerweile schon ein bisschen nachgepatcht wurden. Da waren die Programmierer so ein bisschen gnädiger. Aber wenn ihr das Spiel auf Commander oder dem Schwierigkeitsgrad Legendär spielt, dann können eure Soldaten durchaus für 40 Tage ausfallen. 40 Tage! Das ist ganz schön krass. Ihr könnt das auch nicht groß beeinflussen, weil das Spiel das zufällig festlegt. Es ist also bei mir schon vorgekommen, dass ein Soldat zwei Trefferpunkte verloren hat und trotzdem tödlich verwundet war und dann für 20 Tage weg war. Auch Schwierigkeitsgrad Veteran. Das ist eine Menge Holz, weil dieser Soldat dann einfach zu Hause bleiben muss. Er kann keine Kills generieren. Er wird nicht befördert. Und das ist etwas, was ihr nicht wollt. Denn wenn euch das regelmäßig passiert, wenn ihr immer wieder Soldaten durch Verletzungen draußen lassen müsst oder wenn ihr sie sogar verliert, dann bleibt euch nur die Wahl, für die nächsten Missionen den Squad mit Schwächeren aufzufüllen. Im schlimmsten Fall habt ihr noch nicht mal welche, sondern müsst sie rekrutieren. Die sind erstmal im Einzelnen nicht teuer, aber die Kosten läppern sich, wenn ihr mehrere braucht. Hier kommt das nächste Problem. Jeder Cent, den ihr in einen Rekruten steckt, wird euch wehtun. Denn er verzögert, auch wenn ihr das nicht sofort bemerkt, aber er verzögert alles, was mit Geld zu tun hat. Diverse Bauprojekte könnt ihr nicht fertigstellen, wenn ihr keine Kohle habt, um Gebäude zu errichten. Ihr könnt keine Ausrüstung kaufen, nachdem ihr sie erforscht habt, weil ihr keine Kohle habt. Das ist das Problem. Und wenn ihr es schafft, Missionen so grandios schief laufen zu lassen, wie es mir am Anfang gegangen ist, dann habt ihr ständig tote Soldaten oder ständig verletzte Soldaten und irgendwann kommt das Endgame und ihr habt keine wirklich gute Truppe und steht quasi auf verlorenem Posten. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Beziehungsweise zweimal habe ich die Kampagne komplett verloren, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich tat. Und deswegen habe ich dieses Spiel wirklich intensiv beobachtet. Ich habe es lange gespielt. Also neben meinem Liebling Little Big Planet ist es wirklich eins meiner meistgespielten Spiele und daran schuld, dass mein Pile of Shame noch so groß ist, weil ich so viele Stunden investiert habe. Wenn ich also jetzt von meiner persönlichen Taktik spreche, entschuldigt mein Redeschwall, das muss sein, weil ich nur 15 Minuten Zeit habe, um das hier aufzunehmen. Danach ist mein Limit erreicht. Also wenn ich von meiner persönlichen Taktik spreche, dann meine ich nicht explizit eine bestimmte Baureihenfolge auf der Avenger oder eine bestimmte Taktik auf dem Schlachtfeld, sondern ich meine ein allgemein übergeordnetes Ziel. Und dazu komme ich jetzt. Es geht mir nämlich darum, in jedem Zug, den ich unternehme, auf dem Schlachtfeld und in jeder Aktion, jeder Entscheidung, die ich auf der Avenger treffe, dafür zu sorgen, dass die Gegner mich nicht verletzen. Denn der Knackpunkt meiner Strategie ist, Verletzungen zu vermeiden. Immer.
Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Jetzt kommt das, wo die meisten von euch mit den Augen rollen werden. Ich möchte verhindern, dass ich überhaupt angegriffen werde. Und zwar in jeder Runde. Das ist sehr schwer, aber es ist machbar. Und dazu liefere ich euch jetzt nach und nach in einigen folgenden Videos ein paar kleinere Guides. Was ich euch jetzt schon hier mit auf den Weg gebe, sind ein paar kleine Schritte, die euch helfen, den Kampf zu dominieren. Kommen wir mal zum ersten und wichtigsten. Das lernt ihr im Tutorial, aber es sollte euch in Fleisch und Blut übergehen. Nutzt das Gelände. Damit meine ich, bleibt nicht irgendwo sitzen, wenn ihr kämpft. Hockt nicht festgefressen in einer vermeintlich sicheren Stellung und wartet darauf, dass ihr die Gegner ausschalten könnt. Das wird nicht funktionieren. Denn der Gegner ist clever. Die kommen euch holen. Die laufen um euch herum, flankieren euch, nutzen Höhenunterschiede. Genau das müsst ihr machen. Sucht euch Möglichkeiten, die Gegner zu flankieren. Im Klartext bedeutet das, zwischen euch und denen ist keine Deckung. Das seht ihr dann an einem gelben Schildsymbol. Und wenn ihr dann abdrückt, habt ihr eine bessere Zielsicherheit. Ihr habt eine erhöhte Chance auf kritischen Schaden und könnt damit schon mal punkten. Genauso erhöhte Stellungen, Hausdächer, Plattformen, Felsen. Jede Map, auf der ihr kämpft, hat alle möglichen Höhenunterschiede. Wann immer ihr in der Lage dazu seid, nutzt die. Ihr bekommt auch da wieder einen Bonus auf Zielsicherheit. Zielsicherheit ist das A und O im Kampf. Denn je besser eure Soldaten schießen und treffen, desto mehr Kills generieren sie. Natürlich ist Schießen nicht alles. Deswegen eine der wichtigsten Dinge auch ist, nutzt eure Ausrüstung. Das generelle Instrument zum Töten eurer Feinde sind eure Schusswaffen. Munition ist kostenlos und ihr müsst immer nur mal nachladen. Das ist kein Problem, ihr habt unendlich Schuss dabei. Viel, viel wichtiger ist aber, dass ihr auch lernt, mit der Ausrüstung zu spielen. Das, was ihr am Anfang auch kostenlos und unendlich zur Verfügung habt, sind Splittergranaten. Splittergranaten sind super. Ich benutze die hauptsächlich dafür, um den Gegnern die Deckung wegzusprengen und nur zweitrangig dazu, sie zu töten. Das wird nicht immer funktionieren. Stattdessen, wenn ich sehe, ich kann jetzt mit keinem meiner Soldaten einen schönen Schuss abgeben, schaue ich lieber, ob ich eine Granate werfen kann. Die Deckung kriege ich in den meisten Fällen weg. Hin und wieder schaffe ich es auch, den Gegner sogar noch anzukratzen, sodass nachfolgende Schützen besser treffen. Das gleiche gilt für Mimic-Beacons, also Imitationsgeräte. Echter Lebensretter, verschiedene Munitionsarten, all diese Dinge, die ihr durch Forschung entwickeln könnt und die euch helfen. Ihr habt unzählige Möglichkeiten. Wenn ihr also in einer Situation steckt, in der ihr nicht weiterkommt oder nicht wisst, was ihr tun sollt, tretet einen Schritt zurück, seht euch das Bild an und schaut, zu was ihr Zugang habt. Damit meine ich auch die Skills eurer Soldaten, die sind ja auch nicht einfach nur so da. Überlegt euch immer ganz genau, ja? Flexibilität ist der Schlüssel zum Überleben auf dem Schlachtfeld. Dann die allerwichtigste Regel: kennt euren Feind. Damit meine ich jetzt ganz einfach, wenn ihr verschiedene Kampfgruppen hier triggert, dann werden das immer verschiedenste Rassen von Aliens in diesen Gruppen sein. Nicht so wie früher, wo ihr immer nur eine angetroffen habt. Nein, jetzt habt ihr Gruppen mit Sektoids und Mutons und Vipern und alles ist gemischt. Ihr müsst in dem Moment erkennen, welcher von diesen Feinden die akute Gefahr ist. Im Beispiel Sektoid und zwei Trooper. Der Sektoid sieht für Anfänger übelst gefährlich aus. Er hat eine Energieleiste, die aussieht wie eine gefühlte Million TP. Der kann diese üblen Psionik-Angriffe, er kann euch unter Gedankenkontrolle bringen. Das ist nichts, was ihr wollt, definitiv, ganz klar. Aber die beiden Soldaten sind gefährlicher, denn die können gar nichts anderes tun, außer eure Truppen zu beschießen. Und das in jeder Runde, wenn ihr ihnen die Chance gibt. Im Klartext, ihr tötet die beiden Soldaten und lasst den auf den ersten Blick mächtigeren Sektoiden leben. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht auf euch schießen, sondern wird entweder einen seiner beiden toten Kollegen wiederbeleben, oder er wird versuchen, euch unter Gedankenkontrolle zu bringen, in Panik zu versetzen, irgendwas. Einzige Ausnahme, die er macht, ist, wenn er euch flankieren kann. Dann wird er schon mal versuchen, auf euch zu schießen, aber das sind die wenigsten Fälle. Und das geht immer so weiter. Ihr wollt als erstes die Vipern töten, die Mutons. Dieses ganze Viehzeug, was euch in jeder Runde angreifen wird, wenn ihr ihnen die Möglichkeit gebt. Also, limitieren der Möglichkeiten, euch anzugreifen, bedeutet Schaden zu verhindern. Macht das, wenn immer ihr dazu kommt. Das
sind schon mal die Grundregeln, die ich befolge. Danach kommt natürlich noch, dass ich meine Klassen richtig skille, dass ich die Ausrüstung anpasse, dass ich meine Waffen richtig modde. All diese Dinge sind maßgeblich für meine spezielle Taktik, die ich wahrscheinlich noch nicht mal alleine anwende, aber die ich für mich so entdeckt habe, indem ich viele, viele Fehler gemacht habe. Deswegen lege ich euch noch ans Herz, spielt das Spiel ruhig von Anfang an auf Veteran. Das ist knackig, wirklich. Es wird euch in den Arsch treten, wo es die Gelegenheit habt. Aber ihr werdet lernen. Ihr werdet eine Menge Fehler machen, ihr werdet fluchen, ihr werdet Soldaten verlieren, ihr werdet Verletzte haben. Völlig okay, kein Problem. Macht was. Lernt daraus. Beobachtet eure eigenen Fehler, seht, was ihr falsch gemacht habt und macht's nochmal. Habt kein Problem damit, wenn ihr verliert. Das passiert. Das ist XCOM. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, auch noch ganz kurz angerissen, was ich auf der Avenger so baue. Auch dazu werde ich demnächst kommen. Aber das wichtigste Gebäude, das ihr als erstes errichten solltet, vor allem dann, wenn ihr nicht das Tutorial spielt, sondern sofort in die Kampagne springt, baut das Guerilla-Trainingszentrum. Denn ihr werdet nichts Besseres kriegen im ganzen Spiel, über die ganze Dauer hinweg, als die Möglichkeit, euren Squad zu vergrößern. Ihr könnt nachher noch bis zu 2 Soldaten mehr mitnehmen. Und das ist unschätzbar wertvoll. Ihr habt mehr Feuerkraft, ihr habt mehr Möglichkeiten, den Gegner zu flankieren. Ihr habt einfach 2 komplette Züge mehr zur Verfügung. Und das ist das Wertvollste, was ihr kriegen könnt. Es steht über allem anderen. Auch sehr wichtig ist, dass ihr eure Soldaten heilen könnt, dass die Heilungszeit durch die Krankenstation halbiert wird. Kümmert euch darum auch so schnell wie möglich. Ihr werdet es lieben und ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen, dafür die Rohstoffe ausgegeben zu haben. Das sind so die Grundprinzipien, die ich in jedem Spiel verfolge. Für die Feinheiten werde ich euch demnächst noch ein paar andere Videos liefern. Wie gesagt, explizit zu den Klassen, wie ich sie für mich skille, wie ich meine Waffen benutze, also wie ich sie modifiziere und welche, sogar bis hin zu den PKS, die ich benutze, die persönlichen Kampfsimulationen, die meine Soldaten bekommen. All das wird explizit und ein bisschen detaillierter aufgerollt in den künftigen Videos. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei XCOM. Haltet die Augen offen hier nach den Guides. Abonniert den Channel, teilt es auch. Und liked es, damit vielleicht noch ein paar mehr Leute darauf aufmerksam werden, für die, die Hilfe suchen. Und ansonsten schaut euch mein Let's Play an, denn ich verspreche euch, ihr werdet eine Menge Missionen von mir sehen, die mit makellos abgeschlossen sind. Und das liefert euch hoffentlich ein bisschen Zuversicht und den Beweis dafür, dass es doch möglich ist, wirklich sehr, sehr gut in diesem Spiel zu sein. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Dieke. Und hier nochmal kackendreister zum Ende des Videos der Beweis. Da ist es, Wertung makellos, eine relativ späte Mission, wo ich schon bessere Ausrüstung habe, wo aber auch schon stärkere Feinde rumlaufen. Und hier seht ihr, es ist möglich. Davon gibt es sehr viele bei mir zu sehen. Verlasst euch drauf. Bis dahin, ciao.